Ich heiße Abraham, ich bin 19 Jahre alt. Ich war einmal bei Jugendtakt im Juni hier in Schwerin. Ich finde einfach die Idee cool, dass ich selbst was machen kann. Ich wünsche mir, es gäbe so eine App oder so und dann, nein, ich kann das selber machen. Was am besten Spaß macht, ist Softwareentwicklung, vor allem die Planung. Ich bin in Deutschland seit weniger als 2 Jahre. Ich war davor in Dubai für 5 Jahre. Dort war mein Anfang. Ich habe an einem IT-Marathon teilgenommen und dort habe ich meine allererste App entwickelt. Informatik lässt mich selber Sachen programmieren, die ich für mich wünsche. Sachen, die mein Leben besser machen würde und das Leben von anderen. Es sind nur Ideen, die ich umsetzen möchte. Ich kann diese Ideen selber umsetzen durch Code und mich und andere dadurch helfen. Jugendtakt war meine erste Veranstaltung in Deutschland. Ich hatte selber meine Ideen und die konnte ich gut beschreiben. Und ja, dann kamen anderen mit ihren Ideen und die haben miteinander irgendwie gepasst. Und das war echt cool. Ich dachte, meine Idee ist irgendwie gut, wie sie ist, aber dann kam neue und es war immer besser. Jugendhakt verlangt kein Vorwissen. In der Schule muss man viel lernen, viel auswendig können. Und in Jugendhakt steht alles zur Verfügung. Ja, muss halt nur Ideen haben und der Rest ist da. Und das ist, was mir an Jugendhakt gefällt. Was wir in der Schule jetzt gerade machen, konnte nicht so interessant sein. Und deswegen sage ich zu meinen Mitschülern, dass Jugendhakt halt anders ist. Nicht wie im Unterricht, es ist viel interessanter, viel netter, freundlicher, bessere Atmosphäre. Es ist ja eine Erfahrung, die man einfach probieren muss. Mein Tipp wäre, traut euch und fängt klein an und dann wird man langsam besser. Man soll sich einfach trauen. Anfangen muss man und dann wird alles besser.